Guten Abend, Herr Klein. Guten Abend. Willkommen. Bitte. Ist das Elend des Zeitnot wegen den Uhren über uns hereingebrochen? Das Elend ist hereingebrochen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die unglaublich dicht geworden ist, wo wir ständig neue Reize kommen, in einer Dichte, wie es das Menschen nie zuvor hatten. Und wo wir auch unglaublich viele Möglichkeiten haben und uns ständig gegen irgendetwas entscheiden müssen. Das ist wirklich das Problem und das ist ein echtes Paradox. Die Menschen heute haben viel mehr Zeit als in der Generation unserer Eltern und Großeltern. Wir arbeiten weniger, wir leben doppelt so lang fast als die Leute vor 100 Jahren, das meistens bei ziemlich passabler Gesundheit. Und trotzdem haben wir das Gefühl, keine Zeit zu haben. Und genau der Frage, woher dieses Gefühl der Zeitdruck kommt, dem gehe ich in meinem Buch nach. Geht das Buch darum, wie wir Zeit erleben und wie wir mit ihr umgehen, wie Zeit in unserem Gehirn verarbeitet wird und wie wir besser damit umgehen können. Und darüber gibt es eine ganz riesige Menge neuer Forschung. Heißt das, das Paradies wäre es, in einer Welt zu leben, wo die Zeit unbeschränkt ist? Na, das glaube ich nicht, weil da ist ja nichts mehr wert. Nicht? Ich glaube, wir müssen und ich glaube, wir können auch Strategien lernen, mit dem Tempo, in dem unsere Gesellschaft nun einmal tickt, umzugehen. Sozusagen unsere private Zeit wieder zu entdecken, Zonen zu schaffen, in denen wir unseren eigenen individuellen Rhythmus leben. Wenn ich auf meinen Körper höre, dann hat er einen anderen Zeitrhythmus als mein Geist. Wieso? Wir haben eine unglaublich genaue innere Uhr. Hat einen Takt von 24 Stunden, ein paar Minuten bei manchen, bei anderen, bei den Nachteulen hat sie fast 25 Stunden. Bei mir 27. Bei Ihnen vielleicht 27. Und ich lege in meinen Vorträgen den Leuten immer ans Herz, macht euch zweierlei klar. Erstens, diese innere Uhr ist wichtig. Lebt nach ihr, nehmt sie wahr, findet euren persönlichen Rhythmus. Wenn Sie jetzt den Menschen in der hektischen Zeit, was Sie sagen, ich bin immer unter Zeitnot, paar Ratschläge geben, auf was soll man achten? Schreiben Sie sich doch einfach mal auf, wie viele Dinge in der Woche Sie glauben, tun zu müssen. Und dann fragen Sie sich mal, musste ich das eigentlich wirklich tun oder war mir das vielleicht ganz recht? Wollte ich das tun? Und Sie werden staunen, wie viele der vermeintlichen Zeiträuber Ihnen in Wahrheit ganz gelegen kamen. Wie kann ich dann Stress abbauen? Eine ganz einfache Übung ist eine halbe Stunde Sport, nicht? Weil die Leute glauben ja immer, also gerade dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also Sport hilft gegen Stress? Ja, selbstverständlich. Wir haben häufig nicht deswegen Stress, weil wir keine Zeit haben, sondern es ist genau umgekehrt. Wir haben keine Zeit, weil wir Stress haben. Wir fürchten uns vor irgendetwas. Wir haben Angst. Wir haben Angst, aus irgendwelchen Gründen, nicht das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden, unseren Job zu verlieren in einem dramatischeren Fall. Und wir wissen aus der Forschung, dass genau solche Angst dazu führt, dass wir die Herrschaft über die Zeit verlieren, dass wir nicht mehr planen können. Die Teile, da sind die im Stirnhirn, die dafür zuständig sind, die werden nämlich dann abgeschaltet oder ganz stark runtergeregelt. Wir verlieren den Kopf, sagt die Umgangssprache sehr schön. Und da können Sie nur eins tun, nämlich die Stresshormone abbauen, sich bewusst machen, wovor habe ich eigentlich Angst. Sport machen zum Beispiel, das bringt die Stresshormone runter. Das schenkt Ihnen viel Zeit, viel mehr Zeit, als Sie glauben, dass es Sie kostet. Kann man lernen, mit der Zeit positiv umzugehen? Ich denke ja. Ich beschreibe andere Kulturen, von denen ich glaube, dass wir uns ein Stückchen davon abschauen können. Die japanische Kultur zum Beispiel. Nicht? Wenn Sie je in Tokio waren, dann wissen Sie, dass das öffentliche Leben dort in einem absolut halsbrecherischen Tempo verläuft. Und wenn Sie sich mit einem Tokioter verabreden, dann sagt er nicht so gegen 8, sondern der wird Ihnen sagen, okay, wir treffen uns um 19.40 Uhr. Und um 19.39 Uhr steht er da, keine Minute früher, keine Minute später. Aber wenn Sie sich jetzt mit dem in ein anderes Umfeld begeben, in ein Badehaus, zu einer Einladung, dann ist die Zeit plötzlich vollkommen vergessen. Dann kann der die Augenblicke wahrnehmen.
Ich glaube in der Tat, dass wir wirklich so etwas brauchen wie eine neue Kultur der Zeit.